vorliegende Publikation, die wir jetzt hier in Räumen des bischöflichen Ordinariates Eichstätt der Öffentlichkeit vorstellen können, will einen ersten Blick auf das Leben und Werk Konrad von Preysings werfen. Konrad von Preysing war der 76. Bischof von Eichstätt. In Eichstätt ist er nur kurze Zeit Bischof gewesen, von 1932 bis 1935. Danach war er bis 1950, bis zu seinem Tod Bischof von Berlin, seit 1946 Kardinal. Er gilt, ich denke zu Recht, als ein kompromissloser Gegner von Kommunismus und Nationalsozialismus, als einer der profiliertesten deutschen Bischöfe seiner Zeit. Sein Einsatz für die Freiheit der Kirche und für die Menschenrechte hat wegweisende Bedeutung. Und das Büchlein wird gerade diesen Aspekt besonders vorstellen. Ich freue mich ganz besonders, dass aus Anlass des 60. Todestages Konrad Kardinal von Preysing der Verlag Friedrich Pustet und unser Willibalds Verlag ein Lebensbild des 76. Bischofs von Eichstätt 1932 bis 1935 und des dritten Bischofs von Berlin 1935 bis 1950 als Sonderband verlegen. Ich wünsche diesem Lebensbild eine weite Verbreitung und viele interessierte Leser. Denn Konrad Kardinal von Preysing ist mit seinem Widerstand gegen Nationalsozialismus und Kommunismus ein Vorbild im Glauben und im Kampf gegen menschenverachtende Ideologien, gerade auch für unsere Zeit. Applaus